Einen wunderschönen Donnerstag hier aus dem DWZ Newsroom. Diese eine App, die ist auf fast allen Smartphones gefühlt installiert. Es geht um natürlich Pokémon Go und Diana Koschorek ist bei mir. Grüß dich. Hi. Du wirst dich damit beschäftigen, wie gefährlich denn diese Pokémon Go App ist oder sein kann. Genau, ich begebe mich heute mal so ein bisschen auf die dunkle Seite von Pokémon. Wir haben schon gehört, dass es einige Vorfälle gab. Zum Beispiel in Hannover im Maschpark werden immer wieder Jugendliche und auch Erwachsene vom Spielplatz weggeschickt, damit die kleinen Kinder da wieder spielen können. Was eigentlich ja auch der Sinn ist. Und in Minden wurde uns zugetragen, dass im Klinikum jetzt sogar extra Sicherheitspersonal eingestellt wurde, um Pokémon-Spieler freundlichst zu bitten, das Gelände zu verlassen und dann niemanden zu stören. Und ich gucke jetzt mal, wie das in Hameln so läuft. Was da vielleicht schon passiert ist oder auch nicht passiert ist, wir werden sehen. Die ganze Recherche könnt ihr auch verfolgen auf dem Twitter-Kanal von Diana. Und die ganze Story zum bösen Pokémon Go gibt es dann natürlich in der Freitags-DWZ. Du spielst es auch, oder? Ja, natürlich. Und schon was passiert bei dir? Nee, ich bin ganz brav. Ich mache das nicht beim Autofahren, ich laufe gegen keine Laternen, alles wunderbar. Wie es so in der Rattenfängerstadt sonst aussieht, lest ihr dann bei uns auch online oder im E-Paper auf dwz.de.